Herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute gibt es wieder ein richtig leckeres und super schnelles Rezept: Weintraubensalat und Pumpernickelzander. Hört sich extravagant an, ist super schnell gemacht. Gäste werden es lieben, weil Weintraubensalat kennt man ja in der Form gar nicht. Aber wenn ihr dem Ganzen mal eine Chance gebt, ist der Hammer. Ist wirklich der Hammer. Und ich zeige euch den Trick, wie man im Thermomix das Obst waschen kann und es von Pestiziden und Schmutz befreit. Ist doch mal ein Angebot, gell? Also runter zu den Zutaten. Wir brauchen für den Weintraubensalat 500 Gramm rote und 500 Gramm grüne Weintrauben. Wenn es geht, holt euch die großen. Manchmal sind welche zwischendrin, die sind etwas kleiner. Können wir aber trotzdem gebrauchen. Ist halt ein bisschen mühsam, weil wir müssen die alle halbieren. Aber auch dazu zeige ich euch gleich einen Trick. Haha, ich habe ja meine Gadgets. Wir brauchen drei Frühlingszwiebeln. Wir brauchen etwas Olivenöl, Weißweinessig, Salz, Pfeffer, getrockneten Estragon. Und für den Fisch brauchen wir natürlich Zanderfilets. Den habe ich jetzt gewaschen, trocken getupft und dann auf die Außenseite der Filets gelegt. Und warum ich den Zander so toll finde, nicht außer dass es natürlich mega genial schmeckt. Er sieht aus wie ein kleiner Tiger. Auf jeden Fall sind in einer Packung jetzt 5 Stück drin gewesen. Und die gehen definitiv weg. Das sind ca. 450 Gramm. Ich hole den immer tiefgekühlt, dann ist er etwas günstiger, als wenn ich den direkt frisch kaufe. Als nächstes brauchen wir Pumpernickel. Und ich nehme nicht den Pumpernickel, den kriegt man ja manchmal in solchen Röllchen, ne? Den hole ich nicht, der ist mir einfach viel zu trocken. Ich nehme hier den westfälischen Pumpernickel, der ist richtig schön saftig. Den finde ich toll. Auch für den Fisch brauchen wir wieder Salz und Pfeffer, 100 Gramm weiche Butter oder Margarine, 4 Teelöffel Senf und einen gestrichenen Teelöffel Zucker. Und das war's eigentlich auch schon. Also von den Zutaten her ist es gar nicht mal so viel. Jetzt kommen wir zum Waschen von den Trauben. Und zwar habe ich dann 1 Liter Wasser eingefüllt und nehme mir Natron. Und das Natron, davon gebe ich einen Teelöffel ins Wasser. Das löst alle Pestizide und den Schmutz von dem Obst. Setze dann einfach mein Körbchen ein und fülle das mit meinen Weintrauben. Fülle es so weit, dass der Deckel ganz leicht schließt. Und stelle ein auf 1 Minute auf der Stufe 8. So. Wunderbar. Schaut mal. Herrlich. Das gleiche mache ich jetzt noch mit den anderen. Weiß nicht, ob man das sehen kann jetzt, aber da ist eine ganze Menge Schmuddel drin. Kann man das sehen? Also man sieht schon, dass das Wasser so leicht verfärbt ist, gell? Ich kann jetzt nicht weiter runtergehen. Da sind auch so schwimmen solche Teilchen drin. Also ich bin super froh mit dieser Methode. Das könnt ihr natürlich auch mit Kirschen machen, mit Erdbeeren machen. Alles kein Problem. Nur bei Erdbeeren müsst ihr halt gucken, dass ihr die Blüte dran lasst. Sonst verwässert die zu schnell, gell? So, jetzt ein bisschen Pidelarbeit, aber nicht schlimm. Ihr löst die Trauben halt ab vom Stiel.
So, das ging ruckzuck, gell? Stelle ich gerade zur Seite. Und dann nehme ich mir meine drei Frühlingszwiebeln und schneide die wirklich in ganz feine Scheiben. Das gebe ich mir gerade in ein Schüsselchen. Stell mir das noch mal auf Seite. Habt ihr schon mal so eine Weintraube gesehen? Schaut mal. Die ist doppelt. Herrlich. Aber lecker sind sie. Jetzt zur Soße. Wir nehmen 4 Esslöffel Öl. Vier Teelöffel Weißweinessig. Dazu kommt Salz. Und Pfeffer. Ich nehme immer den schwarzen Pfeffer, weil ich finde den einfach aromatischer. Und einen getrockneten Teelöffel Estragon. Estragon habe ich auch auf dem Balkon. Der sieht von Natur aus und frisch so aus, gell? Und ich, wenn der lang genug ist, dann ernte ich den ab und dann wird der getrocknet und ein bisschen gerebbelt und dann habe ich wieder genug für nächstes Jahr. Das Ganze verrühre ich mir jetzt kurz. Und dann geht es auch schon weiter mit den Trauben. Wo habe ich sie? Da. Ihr kennt das ja mittlerweile von mir. Ihr müsstet die Trauben jetzt alle halbieren. Ja, das ist das Ding jetzt mit dem Weintraubensalat. Sind die Trauben natürlich so klein, möchte man sie am liebsten nicht halbieren. Es geht einfach nur darum, dass sie klein geschnitten werden, damit sich die Süße von den Trauben mit der Säure von der Salatsoße verbindet. Deswegen habe ich dieses Teil hier, das ist so ein Obstschneider. Da fülle ich einfach alles rein. Und deswegen geht das ganz schnell. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die nur nicht halb perfekt zur Hälfte durchgeschnitten sind. Es geht einfach nur darum, dass die Trauben halt angeschnitten sind. Wenn ihr welche habt, die halt euch zwischendurch, na hier die kleinen zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ich die halbieren kann. Aber eventuell anschneiden. Und wenn euch mal eine da durchrutscht, die halt ganz geblieben ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Hauptsache, man muss sie nicht alle mit der Hand durchschneiden. Wäre viel Arbeit. Dazu kommen jetzt die Lauchzwiebelringe. Und das wird jetzt verrührt. Oh, Leute, der ist so toll. Oh. Würde ich nicht filmen, würde ich mich jetzt reinlegen. Das wird jetzt abgedeckt und kann abgedeckt bleiben. Einmal durchrühren vor dem Servieren und dann ist der schon mal fertig. Weiter geht's jetzt mit dem Pumpernickel. Und wie ihr seht, das ist ein Rezept aus meinem Rezeptheft. Ich habe es noch nicht umgewandelt. Das mache ich jetzt aus dem Stegreif raus, weil ich einfach heute wirklich Lust drauf hatte auf diesen Weintraubensalat. So, wir brauchen 300 Gramm Pumpernickel. Mal gucken, ob das jetzt auf Anhieb klappt. 300 Gramm Pumpernickel.
Die brechen wir einfach nur so grob durch. Dazu kommt auch noch Salz. Und ein bisschen schwarzen Pfeffer. Dann 100 Gramm weiche Butter oder Margarine, wie jetzt in meinem Fall. Ich mache das manchmal so und manchmal so. Dann noch 4 Teelöffel Senf. Und einen gestrichenen Teelöffel. Meine Teelöffel habe ich jetzt alle im Gebrauch. Einen gestrichenen Teelöffel nehmen wir 2 halbe. Zucker. Habe ich noch was vergessen? Nö, das war's. Und dann werde ich das jetzt einfach mal verrühren. Gucken wir mal, wie es wird, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Sagen wir mal 10 Sekunden auf der Stufe 4. Dann schauen wir mal, ob das was geworden ist, so wie ich es mir vorstelle. Ja, sieht doch schon gut aus. Ja, toll. Ja, so kann man es lassen. Also ich mag es, wenn Sachen auf Anhieb gelingen. Schaut mal. So muss es aussehen. Ja. Das ist wirklich gut. Sehr schön. Wir nehmen jetzt unseren Fisch und der wird jetzt auch nochmal gesalzen und gepfeffert. Dann verteilen wir den Pumpernickelzander auf dem Fisch. Ich mache das halt mit einer Gabel, ne, dass ich das wirklich so gut festdrücke. Richtig schön festdrücken, damit nachher die Kruste auch gut oben auf dem Fisch sitzen bleibt, wenn ihr den Fisch aus der Form holt. So schön sieht das jetzt aus und das kommt jetzt auf die zweite Schiene von unten für ungefähr 15 Minuten. Schaut euch das mal an. Ha? Und das duftet und das ist so, so lecker. Ich werde das jetzt anrichten und dann werde ich ein hübsches Foto für euch machen, euch dranhängen und hoffe, dass ihr neugierig genug seid, um dieses Rezept auszuprobieren. Ihr werdet begeistert sein. Und wenn ihr mal Gäste bekommt, dann ist das ein Gericht, was wirklich Eindruck schindet. Und gleichzeitig ganz wenig Arbeit ist, jedenfalls wenn ihr diesen Obstschneider habt, gell? Je dicker die Weintrauben, desto besser, dann habt ihr weniger Arbeit. Aber ansonsten ist auch nicht schlimm, wenn ein paar kleine durchs Raster fallen und ganz bleiben. Die Säure der Weintrauben, der anderen, der größeren, reicht aus, um das Ganze sehr schmackhaft zu machen. Und während der Fisch im Ofen ist, kann der Weintraubensalat richtig gut durchziehen. Und glaubt mir, der ist so, so lecker. Probiert ihn aus. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auf diesem Kanal. Nicht vergessen zu abonnieren und Glöckchen zu aktivieren.
Dann freue ich mich, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich was online stelle und wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Bis dann, eure Claudia. Ciao.